Ein wunderschönes herzlich willkommen zurück zu The Raven, Legacy of a Master Thief. Ja, ich weiß wirklich nicht, wie das Ding aufgegangen ist. Nach unzähligen Malen klicken ist es aufgegangen. Frag mich bitte nicht. Es hat jedenfalls gedauert und eigentlich länger gedauert, als ich es wollte. Wir gehen jetzt einfach rein, okay? Ah. Wie ich damit? So halbwegs. Die Stelle kennen wir. Die Stromkabel sehen aus, als seien sie nur provisorisch verlegt worden. Vermutlich wurde heimlich die Stromversorgung des Museums angezapft. Hier geht's in den Keller, glaube ich. Laut Plan führen Treppen vom Dachboden bis hinunter in den Geheimkeller. Na dann runter mit dir. Stockdunkel hier. Ist das hier ein Lichtschalter? Hier ist was. Ich glaube, das ist... Nichts. Hier ist was. Ich... Okay. Nichts. Die Lampe wurde abgeschraubt. Man kann auch die Löcher sehen, die die Schrauben hinterlassen haben. Das Kabel wurde sauber durchgeschnitten. Dann guck mal, oben war eine Glühbirne. Hier oben brauche ich kein künstliches Licht, aber im Keller wäre es sehr nützlich. Genau. Es ergibt keinen Sinn, nur die Glühbirne mitzunehmen. Im Keller habe ich keine Fassung für sie gesehen. Ach, na dann schrauben wir die Glühbirne komplett ab. Haben wir sie? Ja. Okay, runter. So. Moment. Isolierung, oder? Kabel blank ziehen. In Ordnung. Plus und Minus liegen frei. Genau. Dann jetzt anschließen. Ich könnte die Kabel miteinander verbinden, doch dafür... Okay, ja. Isolierung auch da. Ich müsste mit dem Messer einen Teil der Kabelisolierung entfernen können. So. In Ordnung. Ich verdrehe die Adern des Lampenkabels mit den Adern des Stromkabels. Okay, dann müsste es jetzt gehen. Los, einschalten. Es werde Licht. Oh, verdammt. Was ist denn los? Ich vermute, dass der Kontakt nicht sauber ist. Ja, tatsächlich. Der untere Kontakt ist mit einer Rostschicht überzogen. Der Strom kann nicht sauber fließen und früher oder später geht die Birne kaputt, wenn ich nichts unternehme. Also wieder hoch, hä? Haben wir irgendwas hier zum Schrubbeln oder so? Was ist das hier? Das ist Dachpappe, glaube ich. Vielleicht sollten damit die zahlreichen Löcher im Dach geschlossen werden. Ist doch bestimmt porös hier. Vielleicht kann ich... Tatsächlich, ich kann den Rost mit Hilfe der rauen Oberfläche abschmirgeln. Das muss reichen. Und wieder runter.
So. Auf ein neues. Und an. Na also. Wäre da nicht der Staub, man könnte glauben, dort hätte vor ein paar Minuten noch jemand gesessen. Okay, da geht's hinten raus. Sehr ruhig, oder? Laut Plan soll genau an dieser Stelle eine Geheimtür zur großen Halle führen. Das hier dürfte dann der Schließmechanismus sein. Jetzt ganz vorsichtig, damit mich niemand außer Inch zu Gesicht bekommt. Was machst du denn hier? Was, wenn Inch dich sieht? Oh oh. Nein. Tut mir leid, er hat mich erwischt. Du und deine kleine Freundin. Ihr dachtet also, ihr könntet mich hintergehen. Inch, nein! Ihr hättet es verdient, hier und jetzt zu sterben. Aber dann bekäme ich das Auge nicht. Tun Sie ihr nichts. Bitte. Wir werden sehen. Los, rauf da. Oh oh. Und was jetzt? Kette sie an den Stuhl. Nein! Pat! Nein! Genug! Ihr habt nur eine Chance, lebend aus dieser Sache herauszukommen. Ihr tut, was ich euch sage. Fessle sie an den Stuhl. Ach, Mädel. Komm, Schatz. Schau sie dir an. Behalte das Bild gut im Kopf. Wenn du versuchst, mich reinzulegen, dann... Wie geht es weiter? Was ist der Plan? Dort in der Tasche befindet sich alles, was du brauchst. Das Auge wird jeden Augenblick angeliefert. Du seilst dich über das Dach in die Schatzkammer ab. Und das Alarmsystem der Vitrine? Der Alarm wird ausgelöst werden. Aber ich sorge dafür, dass nur das Sicherheitsschott der Schatzkammer geschlossen wird. Wie das? Das lass meine Sorge sein, genau wie die Wachen. Du hast ein paar Minuten Zeit, die Vitrine zu knacken und zurück aufs Dach zu klettern. Und sobald ich den Stein habe, was dann? Bis ich zurück auf dem Dach bin, dürfte das ganze Museum von Polizisten umstellt sein. Richtig. Eine Flucht aus dem Museum ist unmöglich. Das heißt, ich bleibe im Museum. In der Tasche unten im Keller sind Wasser und Lebensmittel für dich und deine Freundin. Ihr werdet euch schon einige Tage die Zeit vertreiben können. Die Polizei wird überall in der Stadt nach dem Auge suchen. Nur nicht im Museum. Und sobald das Museum wieder für Besucher geöffnet wird, spazieren Pat und ich durch die Geheimtür in die große Halle und von dort in die Freiheit. Ich werde jeden eurer Schritte beobachten lassen. Ihr übergebt den Stein und wir sehen einander nie wieder. Okay. Wie kann ich die Vitrine knacken? Sie dürfte mit Panzerglas gesichert sein. In der Tasche findest du das große Sorglospaket für Einbrecher. Ein cleverer Junge wie du wird wissen, was er damit anstellen muss. Wenn wir alles tun, was Sie von uns verlangen, werden Sie uns laufen lassen? Ich bin ein schlechter Verlierer, aber ein großzügiger Sieger. Wie sind Sie uns auf die Schliche gekommen? Durch Zufall, muss ich gestehen. Ich hatte nicht damit gerechnet. Hätte nicht gedacht, dass du monatelang Vertrauen aufbaust, nur um mich eines Tages hintergehen zu können. Wer die Augen der Sphinx stehlen will, muss geduldig sein. Eine Tugend, die der Jugend normalerweise abgeht. Es ist bedauerlich, dass wir nach dieser kleinen Episode getrennte Wege gehen müssen. Ich kann es kaum erwarten. Lassen Sie Pat bitte gehen. Sie haben mich. Eine faszinierende junge Dame. Clever, geschickt, wunderschön. Was will sie mit einem wie dir? Bist du sicher, dass du nicht nur eine Figur in ihrem Spiel bist? Lassen Sie sie gehen. Sobald du mir das zweite Auge gebracht hast. Der Plan könnte funktionieren.
muss ich zugeben. Er wird funktionieren. Du wirst dafür sorgen. Oder sie wird die Konsequenzen tragen. Los geht's. Die Zeit drängt. Ich muss mich um die Wachen und die Alarmanlage kümmern. Es wird alles gut werden. Ich weiß. Pass auf dich auf. Wenn du diese Tür ohne das Auge der Sphinx in der Tasche öffnest, werde ich erst schießen und dann fragen, was schiefgelaufen ist. Sie haben nicht vor, uns laufen zu lassen, oder? Ich brauche einen Sündenbock. Sonst wäre der Verräter schon lange tot. Er versteht es nicht, weil er nicht denkt wie Sie. Ihr habt euch mit dem Falschen angelegt und müsst nun die Konsequenzen tragen. Oh, oh, oh. Kein Ton. Kletterausrüstung, samt Seil, ein Stoffbeutel. Ein Kaugummipäckchen? Warum verpackt Inch ein Kaugummipäckchen in einem Stoffbeutel? Das war's. Eine Kletterausrüstung und eine Packung Kaugummis. Ich wage zu bezweifeln, dass ich allein damit den Einbruch durchziehen kann. Vermutlich ist mal wieder Improvisation angesagt. Was ist das? Eine Kurbel. Mit so etwas kann man Fenster öffnen, die zu schwer sind, um sie mit der Hand zu bewegen. Du kommst hierhin. Ein Seil, okay. Ein gutes Seil. Und auch mehr als lang genug, um von hier in die Schatzkammer hinabzusteigen. Das ist dieselbe Kletterausrüstung, die ich auch schon beim Einbruch in London getragen habe. Nur die Maske fehlt. Ob Inch sicher gehen will, dass mein hübsches Gesicht auf allen Überwachungskameras zu sehen ist? Glaube schon. Ich lasse es liegen, bis ich es brauche. In der Tasche ist nichts mehr. Und sie selber werde ich wohl auch nicht brauchen. Dann gehen wir mal runter. Ich kann die Schatzkammer sehen. Es bewegen sich mehrere Leute da unten. Ich glaube, das Auge wird gerade geliefert. Geht das nicht? Dieses Fenster lässt sich öffnen. Vermutlich ist es der Zugang für Fensterputzer und die Haustechnik, wenn hier oben in der Kuppel etwas zu tun ist. Es gibt einen Mechanismus, der das Fenster öffnet, wenn man hier draußen kurbelt. Eben. Allerdings sehe ich da auch zwei Kontakte unten am Rahmen. Zwischen ihnen klemmt ein Metallstück, das am Fenster befestigt ist. Sobald man das Fenster öffnet, wird das Metallstück herausgezogen, der Stromkreis unterbrochen und Alarm ausgelöst. Außer man hat vorher in der Wachstube Bescheid gesagt, was in meinem Fall aber wohl keine Option ist. Ich muss den Stromkreis überbrücken. MacGyver. Der Kaugummi. Eine Packung Kaugummi. Sogar meine Marke. Ich werde keines der Fenster aus dem Rahmen schneiden können. Aber dieses Fenster hat unten und an den Seiten eine Gummidichtung. Damit ist das Dach des Museums offiziell undicht. Dann können wir bestimmt... Nur noch einen Streifen. Was ist das? Wenn das nicht die teuerste Kaugummi-Werbeaktion aller Zeiten ist, wollte Inch, dass ich diesen Diamanten bekomme. Der ist sicherlich nicht als Belohnung für meine Mühen gemeint. Aha. Kaugummi und Kaugummipapier, das können wir... Ja, eventuell könnte die Aluminiumfolie den Strom überbrücken. Verdammt eng. Ich kann die Kontakte mit dem Streifen berühren, aber ich kann nicht... Ja, Mist. Ich habe den Streifen verloren. Oh. Allerdings hätte es so eh nicht funktioniert.
Ich hätte das Papier durch den schmalen Spalt nie vernünftig an den Kontakten befestigen können. Ohne Dichtungsgummi gibt es eine Lücke von 1-2 Zentimetern Höhe unter dem Fenster. Gerade genug, um ein paar Finger hindurch zu quetschen. Ist hier noch irgendwas anderes? Was ist das hier? Eine LKW-Plane, die irgendwas abdeckt. Eimer, Lappen, Abzieher. Vermutlich hatten sie keine Lust, ihre Ausrüstung ständig aufs Dach zu schleppen und haben sie deswegen hier deponiert. Gibt's ja. Abzieher kann ich nicht gebrauchen. Den Eimer? Auch eher nicht. Aber hier, der kleine Lappen. Damit könnte ich vielleicht später Fingerabdrücke abwischen. Wasser. Und wir können einen elektrischen Leiter bauen. Puh, kalt, klitschnass. Den stecke ich mir so nicht mehr in die Hosentasche. Den... mit dem Fenster. Okay, ich bin drin. Und jetzt hin und her und hepp. Ich hab's. Der nasse Lappen liegt über den Kontakt. Genau so. Genau so. Ich dachte, es wäre so eine seitwärts. Es wurde kein Alarm ausgelöst. Ich dachte, es wäre so ein Schiebefenster. So. Seil dich ab. In Ordnung. Ich sehe niemanden. Auf geht's. Die Kameras. Solch ein Versuch wäre zum Scheitern verurteilt. Die Vitrine ist fest mit dem Boden verschraubt und wiegt mehrere hundert Kilogramm. Was ist das da? Eine Kamera? Das Neueste vom Neuen. Es nennt sich Videoüberwachung. Aha. Ich habe davon gehört. Die Bilder werden aufgezeichnet und können später auf einem Bildschirm betrachtet werden. So ist es. Im Wachraum werden die Signale von insgesamt 3 Kameras aufgezeichnet. Ich habe doch gesagt, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Ich denke, ich habe hier genug gesehen. Aber mich interessiert doch etwas anderes. Puh. Das war knapp. Und ich habe so ein Gefühl... Es spitzt sich zu. Und das werden wir in der nächsten Folge erleben. Und ihr seid bitte mit dabei. Denn ich glaube, in der nächsten Folge wird sich alles aufklären. In diesem Sinne, bis dahin. Euer Firefox. Ciao.